Völlerei. Jeden Morgen steht er in der Kirche zur Morgenandacht. Jeden Sonntag feiert er das Abendmahl. Jetzt hat er in seiner Gemeinde das Abendmahl auch unter der Woche eingeführt. Er hebt die Hände zum Segen und sie zittern. Er ist erst 45 und freut sich auf das Abendmahl, jeden Tag. Er hört die Sorgen seiner Schäfchen und ganz abenteuerliche Geschichten. Noch gelingt es ihm, die Sorgen der Menschen gen Himmel zu schicken, wenn nur das Abendmahl einmal täglich stattfindet. So geht es jede Woche und er kann es nicht lassen, das Blut Christi zu trinken. Aber es ist nicht das Blut Christi, es ist Wein. Wein nimmt er, um fröhlich zu sein. Wein nimmt er, um seine Trauer zu ertränken. Wein, Wein. Die Gemeinde weint um ihn, denn längst ist nicht mehr er, der die Sorgen seiner Gemeinde teilt. Es sind die Sorgen, die er aus Einsamkeit mit seinen Schäfchen teilen will. Er will nicht mehr, nimmt sich den Wein und ertränkt sich, wie er glaubt, im Blut Christi. Der Apfel und die Liebe. Sie schaut mich mit ihren bernsteinfarbenen Augen an. Ihr enges Top betont ihre Brüste. Ihre reifen Äpfel wollen gepflückt werden. Der Blick, den sie mir zuwirft, ist verheißungsvoll. Das Haar fällt zur Seite über ihre nackten Schultern. Der Apfel prallt, die Lippen voll. Ihre Augen fixieren mich. Abends sitze ich an einem Couchtisch und suche nach dem Blick nach zu spät. Und ich zerschlage mit voller Wucht mit meiner Stirn die Glasplatte, auf der der rote, geschälte Apfel liegt. Voller Blut liege ich da und bin froh über die verpasste Gelegenheit.